Ich würde sagen, er ist extrem zielstrebig, mit Herzblut bei der Sache und ein Vollblutingenieur durch und durch. Er ist bei vielen Projekten mit Begeisterung selbst dabei. Mit Begeisterung und Engagement macht er mit. Und das faire Miteinander ist ihm sehr wichtig. Er ist immer sehr sozial, er ist ein Familienmensch. Er liebt seine Arbeit auch und seinen Job. Ich bin Werner Hartmann und zusammen mit meinen Brüdern Christian und Martin Geschäftsführer der Hartmann Webs GmbH. Neben dem Studium habe ich hier bei uns im Unternehmen einige Forschungsentwicklungsprojekte geleitet, durfte aber auch Erfahrungen in anderen Firmen sammeln, unter anderem auch im Ausland. Ich habe meine Zeit in den USA gearbeitet. In der Zwischenzeit ist leider mein Vater, der das Unternehmen geleitet hat, hier verstorben. Meine Mutter ist in die Geschäftsführung eingetreten, zusammen mit einem technischen Geschäftsführer. 2013 bin ich dann zurückgekommen ins Unternehmen und habe erst als Vertriebsingenieur angefangen. Habe dann nach relativ kurzer Zeit die Leitung unseres Verkaufs übernommen und seit diesem Jahr zusammen mit meinen Brüdern die Geschäftsführung. Der Generationswechsel ist zu diesem Zeitpunkt, denke ich, sehr optimal gewesen. Die Kinder hatten ihr Studium abgeschlossen und für die Mitarbeiter war es die Verlässlichkeit, dass es in dem Familienunternehmen so weitergeht wie bisher. Ich stehe auf dafür, hier im Unternehmen die Teamarbeit, die einfach notwendig ist, über alle Abteilungen natürlich als Geschäftsführer zu koordinieren. Von meinen Mitarbeitern verlange ich, dass sie sich mit einbringen im Unternehmen, also in der Zusammenarbeit auch mit unseren Kunden, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen. Wir haben ständig Veränderungen. Ich kenne Werner Hartmann schon seit der Kindheit. Wir haben uns gegenseitig sehr viel geholfen. Wenn er Probleme hatte, habe ich ihm geholfen. Wenn er nicht Probleme hatte, hat er mir geholfen. Im Laufe meiner 22-jährigen Tätigkeit bei Firma Hartmann habe ich gerade die familiäre Atmosphäre zu schätzen gelernt, die ich in keinem anderen Unternehmen bisher gefunden habe. Mir gefällt das Team, diese Zusammenarbeit, diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die wir haben. Für mich ist es ein klassisches Familienunternehmen mittelständischer Größe, wo man zu jedem direkten Kontakt hat, ob es die Geschäftsführung ist oder ob es die Produktionsleitung ist. Wir sind hier mit allen in Kontakt. Ja, der Ausgleich ist für mich das Fliegen. Ich habe mit 14 Jahren mit Segelfliegen angefangen und heute fliege ich ein Motorflugzeug. Und das ist große Entspannung, wenn man in der Luft ist und von oben herunterguckt. Ja, meine Vorbilder waren oder sind ganz klar meine Eltern. Zum einen mein Vater, der immer die Familie zusammengehalten hat und uns eigentlich gezeigt hat, was Stärke in der Gemeinschaft bedeutet. Und auf der anderen Seite meine Mutter. Was ich ganz besonders bewundere, ist, dass sie den Mut gezeigt hat, als mein Vater verstorben ist, einzuspringen und die Firma so lange geführt hat, bis wir Jungs jetzt übernehmen konnten. Zu Hause managt meine Frau den Familienbetrieb mit 5 kleinen Mitarbeitern. Das ist eine Unterstützung und ein Rückhalt, für den ich sehr dankbar bin. Wann immer ich die Möglichkeit habe, bringe ich zum Beispiel unsere Kinder mit dem Fahrrad zur Schule oder morgens zum Bahnhof und nehme zum Beispiel am gemeinsamen Mittagessen teil und natürlich am Wochenende gemeinsame Ausflüge. Also ich glaube, eine seiner größten Stärken ist, dass er immer gut Kontakte pflegen kann. Er pflegt seine Freundschaften, er meldet sich regelmäßig. Und ich denke auch, dass ihm das sehr auch in seinem Beruf hilft. Ja, Werner denkt langfristig, versucht das Unternehmen langfristig in die nächste Generation zu führen mit Weitblick und ist dabei teamfähig. So können wir uns mit ihm sehr gut austauschen in der Kombination. Für die nächsten 10 Jahre wünsche ich mir natürlich, dass wir so weitermachen können, wie wir das bisher getan haben. Ich wünsche mir, dass wir ständig junge Leute begeistern können, bei uns anzufangen. Wir brauchen ständig neue Mitarbeiter. Ich wünsche mir, dass wir die bestehenden Mitarbeiter halten können. Wir haben Mitarbeiter, die über 10, 20 oder 30 Jahre bei uns sind, was ganz toll ist und ganz wichtig ist, weil wir die Erfahrungen mitnehmen können. Ja, und langfristig wünsche ich mir, dass das Unternehmen weiterhin in Familienhand bleibt und möglichst noch über 3 weitere Generationen so besteht.